So, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Stardew Valley. Ja, das letzte Mal wurde das Boot fertiggestellt und heute wollen wir mal schauen, wo uns das Boot eigentlich hinbringt. Es wurde gesagt, wohl irgendwie zu diesen Papageieninseln, irgendwie sowas. Erstmal gucken, was haben wir so. Das alte Boot ist wieder seetüchtig, dank dir. Komm im Hinterzimmer vorbei, wann immer du eine Mitfahrgelegenheit brauchst. Mein Geschäft ist jetzt jeden Tag um 8 morgens wieder geöffnet, sodass du früh loslegen kannst. Naja, nicht anders eigentlich wie beim Bus, ne, in der Wüste. Ja. Kommt sogar schon das Zeug raus. So, wir müssen aber dafür erstmal nach unserem erfolgreichen Tag. Wie sieht's denn aus? Haben wir hier noch irgendwas? Nö. Weil so viele Tomaten noch haben. Wir werden jetzt erstmal das einlagern, was wir quasi beim letzten Mal wieder beim Farmen gesammelt haben. So kriegen wir erstmal den ganzen Kram hier weg, den wir jetzt nicht besonders brauchen. Ja, hier könnten wir quasi nochmal anfangen, das Teil reinzuschmeißen. Ne, nicht da. Na, und nicht da. Aber da. Ja. So. Saftkartoffel. Ja. Warum nicht? Kommt das jetzt erstmal rein. Diese Trauben werden wir auf jeden Fall noch brauchen. Definitiv. Okay. Das werde ich erstmal so verkaufen. Und ja, da würde ich sagen, legen wir erstmal los. Mich würde es erstmal interessieren, nachdem wir erstmal geerntet haben, weil das war ja jetzt doch ganz schön viel gewesen. Hier ist jetzt nichts. Preiselbeeren sind das, nicht Tomaten. Ja, von der Form her ähneln sie so ein bisschen da. Ja. Gucken wir erstmal, was wir jetzt so hier zusammenkriegen. Und dann geht's schon ab zum Schiff. Oh, hier. Eichenfass. Ich muss hier ran. Ey. Brauchen wir ja ganz dringend. Aber ich habe auch keinen Bock, jetzt heute auf die Insel da zu gehen, wo so ein paar Eichenteile noch da sind. Naja, das wird sich doch heute wieder ordentlich lohnen. Was ist das? Uralte Frucht? Ist das eventuell die, die wir abgeben sollten? Da muss ich jetzt mal gucken. Wir hatten doch mal was, wir sollten doch die süßeste Frucht quasi, abgeben. Ich muss jetzt einfach nochmal in den verbotenen Wald. Es tut mir leid. Ah, das hier können wir so nicht stehen lassen. Ist das das, was wir da sammeln sollten? Moment, immer noch. Jetzt haben wir aber gleich alles hier, oder? Ja, jetzt. Das gucke ich jetzt nochmal kurz, weil wir sollten die süßeste Frucht abgeben. Ich weiß nicht, ob das jetzt die ist. Oder ob ich die dann einfach bloß abgeben muss. Um so einen historischen Dingsbums zu droppen. Ich weiß auch nicht, warum das gerade so ruckelt. Ist mir jetzt auch egal. Ich muss das wissen. Ich muss das herausfinden. Mach Platz. Wir brauchen sowieso Hartholz. Habe ich das schon gesagt? Wir brauchen Hartholz. Definitiv. Einmal hier hoch. Mein Freund der Schleim. So. Momentan geht's ja noch, ne? Vor allem jetzt geben die teilweise manchmal sogar 3 Teile ab. Da, wo ich es gebraucht habe, da wollten sie nicht.
Weil der sucht die süßeste Frucht. Ich weiß nicht, ob das jetzt die uralte unbedingt ist. Süßesten Geschmack. Also dies ist auf jeden Fall nicht. Gut. Ich musste das jetzt herausfinden. Weil ich weiß ja noch, dass wir zusammen eigentlich so ein Teil angepflanzt hatten. Ich wusste jetzt bloß nicht, ob das das unbedingt war. Uralte Frucht. Ich würde davon gern das so ein bisschen weiterverarbeiten, dass wir daraus noch was machen können. So, vielleicht ein paar Samen extra mitgewinnen können. Das wäre schon ganz geil. Den Rest, die Preiselbeersaat, die werden wir jetzt verkaufen. Also nicht Preiselbeersaat, aber die Preiselbeeren. Kann weg, das behalten wir. Das kann weg, das kann weg. Maden, das. Oh, da haben wir ja schon wieder ordentlich Gold gemacht, ne? Hartholz nehmen wir jetzt nochmal mit. Ich will unbedingt herausfinden, wo jetzt die Reise wirklich hingeht und wie viel es vor allem kostet. Also, wir müssen uns bloß merken, jetzt jeden Tag ab um 8 startet unten das Boot. Quasi fast gleichzeitig mit dem Bus oben. Ich bin gespannt. Ich bin wirklich gespannt. An diesem herbstigen Windwetter. Rein geht's. Oh, der ist heute mal nicht da. Oh, nicht schlimm. 1000 Gold. Na gut, den Spaß gönnen wir uns. Wie nett. Also da müssen wir wirklich immer mal überlegen, ob es da vielleicht nicht eine günstigere Variante gibt. Vielleicht kommt die noch mit dazu. Welche jetzt nicht? Müssen wir da mal gucken. Aber wäre schon geil, wenn wir uns das ersparen können. Bestimmt doch das Frachtschiff vom Julia-Markt, was da so auf dem See treibt. Das ist die Insel. Okay. Ja, abbauen hättet ihr nicht müssen. Geil. Gleima Omnigeoden. Hi. Wir nehmen ja erstmal lieber ein Käffchen. Gut, dass ich immer meinen Käse mit habe, falls ihr doch mal irgendwas auftaucht. Goldene Walnuss. Die soll wohl irgendwie ganz wichtig sein, wurde mir mal gesagt. Ja, frage ich mich auch. Ansonsten darf ich nicht zu ihm. Nu? Der Junge schaut dich mit neugierigen Augen an. Er scheint eine enge Verbindung zu den Papageien zu haben. Aber er ist zu schüchtern, um jetzt auf dich zuzugehen. Ey, ich habe eine Walnuss gespendet. Vielleicht könnte man sein Vertrauen gewinnen, indem man sich mit den Papageien anfreundet. Ja, gut, wir gehen erstmal. Der will jetzt anscheinend noch nicht mit uns reden.
wenn wir nicht noch ein paar von diesen netten Walnüssen anscheinend bekommen. Aber wir gehen ja noch einen Weg lang. Ich folge dir, Flamme. Wir können uns aber auch hierher teleportieren. Ich habe da unten so eine Statue gesehen. Ja, wie kommen wir jetzt über den Berg? Oh, hier haben wir auch was. Ein kleines Archäologenzelt, aber nicht wirklich irgendwas, was mir weiterhelfen könnte. Nö. Gut, dann gehen wir direkt mal weiter. Die Brücke muss repariert werden mit... Ja, irgendwas. Ich folge dir, kleine Flamme. Ich glaube, da sollten wir nicht gleich drüber gehen, ha? Hier kommen wir auch nicht weiter. Haben unsere Angel gar nicht mit. Also wir haben hier eine Lavahöhle, quasi ein Vulkan. Oh, ich sehe schon. Hier müssen wir irgendwie hinkommen. Hier muss da irgendwie so ein Weg sein. Irgendwie muss hier wieder so ein versteckter Weg sein, den ich mal wieder nicht sehen kann. Oh, sehr schön. Da ist auch noch eine Walnuss da unten. Eine Hammer. Wir müssen bloß irgendwie da runterkommen. Könnte wieder schwierig werden. Ja, hier hat das nichts zu sagen. Aber warte mal, können wir hier durch? Ne, hier unten kommen wir nicht raus. Das ist alles zu da unten. Das heißt, wir müssen irgendwie von der anderen Seite da runterkommen. Okay. Ich guck mal kurz hier, was wir hier so Schönes haben. Ja, das funktioniert auch nicht. Aber hier haben wir, alter Falter, hier haben wir nochmal viele, viele Teile. Das heißt, wir müssen hier hoch. Um die coolen Walnüsse zu bekommen. Ja, wenn bloß die Zeit nicht wäre, die hier so knapp bemessen ist. Ja, hier kommen wir auch nicht lang. Ich glaube auch, dass hier was sein muss. Also es kann ja nicht alles sein. Das führt doch anscheinend in den Berg hinein, oder nicht? Nee. Seltsam, wirklich seltsam. Der einzige Anhaltspunkt, den wir haben, ist hier dieses Teil, wo es ja nicht wirklich gerade weitergeht. Ja, das Gefühl, brauchen wir irgendwie Wasser, aber das haben wir ja nicht. Doch, warte mal. Ja, darauf hätte ich auch eher kommen können. Oh. Oh, cool, 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 cool. Ich muss ja mal weg. Aber die Tiger-Schleimis, die sind richtig geil. Wenn ich da mal einen kriege, die würde ich auf jeden Fall züchten wollen. Geben richtig gutes Gold. Ah. Ja, wir gehen mal weiter.
So. Ich frag mich nicht, wie ich jetzt schon dann nach Hause komme. So schnell wie möglich. Ah, hier haben wir auch eine Walnuss rausgekriegt. Krass, ey. Richtig gut gemacht, finde ich. Wir kommen ja aber auch nicht so schnell raus wieder dann. Ah! Ganz schön feurige Angelegenheit. Kupfererze, Magmahut. Ja, das hat nichts zu sagen. Okay. Aber ich hätte mir hier wirklich wahrscheinlich, denke mal, so ein Teil mitnehmen müssen. Also, dass ich mich nach Hause teleportieren kann. Kann sogar durch Wände schießen hier. Erstmal kurz Käse. Brennt meine Hose? Ah, ja, wir werden jetzt wahrscheinlich erstmal wieder zurücklaufen müssen. Ich weiß nicht, wie das hier läuft, aber sonst sieht es echt übel aus für uns, weil der Weg, der ist ja doch schon weiter, ne? Düm, 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 düm. Und wie ihr sagt, ich weiß nicht, wie das hier ist. Ich will auf jeden Fall hier nicht mein Zeug lassen müssen. Und es ist ein weiter, weiter Weg. Wieder nach Hause zu kommen. Es sei denn, wir teleportieren uns natürlich zur Wüste. 0 Uhr kommt denn das, ne? 0 Uhr müsste eigentlich eine Meldung kommen. Theoretisch schon, ne? Moment, ich will mal wissen, ob hier wirklich 0 Uhr die Meldung kommt. Wir werden das natürlich schaffen. Aber dann weiß ich schon mal, dass ich hier dann aufpassen muss. Die Uden! Taro-Knolle. 10 Stück! Seid teuer. Ja, es wird spät. Gut. Also hier müssen wir besonders darauf achten, dass wenn wir wirklich mal weiter in die Höhle reingehen, dass es noch nicht so spät ist. Aber echt geil. Also eine wirklich coole, coole Welt. Und wir brauchen halt jedes Mal 1000 Gold. Kommt mit dazu. Also ein teurer Spaß. Aber ich bin auf jeden Fall gespannt, was wir dort so erleben werden. Und ob wir da vielleicht auch noch so wahrscheinlich eine kleine Farm aufbauen können oder so. Keine Ahnung. Ja, steht halt alles nur so ein bisschen Stern. Also es wird auf jeden Fall aufregend. Gehen jetzt erstmal wieder zurück. Sehr gut. Können wir jetzt noch was verkaufen? Wir können verkaufen das. Warmes Glühen aus dem Inneren des Steins. Magmahut. Ich bin mal gespannt, wie viel die geben. Also von Energie her und Gesundheit ist auf jeden Fall wertvoll. Der hier auch, ne? So richtige Energieträger. Und ich bin ja mega begeistert, dass man hier so gute Omnigeoden da getroppt hat. Droppe ich ja manchmal noch nicht mal in der Wüste. Geil. Also wirklich geil. Es ist eine Insel, die mir gefällt. Das war auf jeden Fall das Gold wert. Und wir haben ja jetzt schon wieder einiges dazu gewonnen. Aber auch bloß, weil die reichliche Preiselbeerernte da war. Und die hat ja ordentlich reingehauen. Auf jeden Fall haben wir das Gold drin. Ich bin begeistert und die Welt war schon aufregend. Wie es hier weitergeht und wie es in den nächsten Folgen weitergeht, seht ihr dann, wenn es soweit ist. Ich verabschiede mich von euch
Und sag schon mal, bis zum nächsten Mal, euer Paddy. Und ciao!